Also es gibt sehr viel Tradition, muss man sagen. Man guckt die ganzen großen Medien, die wir eigentlich in Deutschland kennen, von Bild, Spiegel, Stern, auch die großen Sender früher, ne? Premiere damals oder auch Sat.1, es war alles mal MTV, alles in Hamburg angefangen. Also ich glaube, es gibt hier einfach extrem viele Möglichkeiten, in der Medienbranche vor allem auch Fuß zu fassen. Ne? Es gibt irgendwie von großen Verlagen über halt kleine Startups irgendwie alles in jedem Bereich und dazu halt super Ausbildungsmöglichkeiten. Also ich glaube, es ist ja auch eigentlich ein sehr traditioneller Standort. Ne? Es gibt sehr, sehr viele große Medienhäuser, die hier schon lange tätig sind, die großen Verlagshäuser. Und ich glaube, das merkt man einfach in der ganzen Stadt. Generell sind uns Partnerschaften sehr, sehr wichtig, wie wir uns so im Podcast-Space positionieren. Ist ja, dass wir von allen ein bisschen machen. Also es gibt viele Podcast-Firmen, die eher nur Studio sind oder die nur Vermarkter sind. Wir sind, wir machen alles so ein bisschen, deswegen arbeiten wir auch mit allen zusammen. Ja, weil wenn man zurückrechnet, was war vor 5 oder 10 Jahren, hätten wir uns das alles wahrscheinlich nie irgendwie erträumen lassen. 2016 habe ich jetzt erster Mitarbeiter angefangen, jetzt sind wir 70 Leute. Wenn man das so auf Zahlen runterbricht, dann klingt das gar nicht, also klingt das natürlich absolut absurd. Aber wenn ich das irgendwie so sehe mit dem Potenzial, was wir noch haben und das, was unsere Vision ist, dann ist da halt auch noch sehr, sehr viel, was kommt. So Jungs, nochmal den Claim für die Kamera. We made it in Hamburg. We made it in Hamburg. Wobei, ich bin mir da ehrlicherweise nicht ganz so sicher, ist ja auch so ein bisschen irgendwie eine Momentaufnahme, könnte morgen auch wieder vorbei sein, oder nicht? Ich bin ja zumindest made in Hamburg als geborener Hamburger. Das stimmt, ja.